Zeitformen, tenses. In this video, I want you to answer some questions in which I will ask you how often you've done certain things before. I will use a verb in the perfect tense, so you need to recognize it, and after answering the question, I want you to give me its infinitive. So let's do an example. I will ask you, hast du schon mal Karottensaft getrunken? Have you drunk carrot juice before? So I want you to answer using either noch nie or einmal or mehrmals. Noch nie means never. Einmal means once and mehrmals means several times. So you could answer this question either ich habe noch nie Karottensaft getrunken or ich habe einmal Karottensaft getrunken or ich habe mehrmals Karottensaft getrunken. And the infinitive of ich habe getrunken is trinken. Okay? So, bist du schon mal mit dem Flugzeug geflogen? I will give you my answer to this question as an example. Ja, ich bin mehrmals mit dem Flugzeug geflogen. The infinitive of ich bin geflogen is fliegen, to fly. Warst du schon mal in Afrika? I would say, nein, ich war noch nie in Afrika. I've never been to Africa before. So here the infinitive is, it's sein, it's the verb to be, and I used the imperfect because it's more common to use the imperfect of the verb to be in the past tense, okay? The next question, hast du schon mal eine Currywurst gegessen? I would say, ja, ich habe mehrmals eine Currywurst gegessen. The infinitive is essen. Bist du schon mal in einen Zirkus gegangen? Ja. Ich bin mehrmals in einen Zirkus gegangen. The infinitive? Gehen, to go, gehen. Warst du schon mal in Berlin? Ja. Ich war mehrmals in Berlin. Ich lebe in Berlin. What's the infinitive of ich war? Sein again. Bist du schon mal mit einem Ferrari gefahren? Nein, ich bin noch nie mit einem Ferrari gefahren. What's the infinitive of ich bin gefahren? Fahren. Warst du schon mal auf einem Konzert? Ja. Ich war mehrmals auf einem Konzert. The infinitive is sein. Hast du schon mal koreanisches Essen gegessen? Korean food. Hast du schon mal koreanisches Essen gegessen? Ja, ich habe einmal koreanisches Essen gegessen. The Infinitive auf ich habe gegessen ist ja essen. Hast du schon mal eine Party organisiert? Ja, ich habe mehrmals eine Party organisiert. The Infinitive auf ich habe organisiert ist organisieren. Ja. Hast du schon mal Extremsport gemacht? Nein, ich habe noch nie Extremsport gemacht. Ich habe gemacht ist machen, ja. Bist du schon mal über einen See geschwommen? So, did you ever swim across a lake from one shore to the other? Bist du schon mal über einen See geschwommen? Ja, ich bin einmal über einen See geschwommen. Ich bin geschwommen. What's the infinitive? Schwimmen, to swim. Bist du schon mal die ganze Nacht lang wach geblieben? Wach means awake. Bist du schon mal die ganze Nacht lang wach geblieben? Ja, ich bin mehrmals die ganze Nacht lang wach geblieben. Ich bin geblieben. The infinitive ist bleiben. Ja. Bist du schon mal zu spät zur Arbeit gekommen? Zu spät, too late. Ja, ich bin mehrmals zu spät zur Arbeit gekommen. What's the infinitive of ich bin gekommen? Kommen. Bist du schon mal einen Marathon gelaufen? Nein. Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Ich bin gelaufen comes from laufen. Ja. Hast du schon mal auf einem Kamel gesessen? Ja. Ich habe einmal auf einem Kamel gesessen. Ich habe gesessen comes from sitzen, to sit, sitzen. Hast du schon mal Karaoke gesungen? Ja. Ich habe mehrmals Karaoke gesungen. Ich habe gesungen. What's the infinitive? Singen, to sing, singen. Hast du schon mal eine Flaschenpost gefunden? Eine Flaschenpost is a message in a bottle. Nein, ich habe noch nie eine Flaschenpost gefunden. Ich habe gefunden. Ja, that comes from finden, finden. Hast du schon mal auf einem Bein gestanden? Ja, ich habe mehrmals auf einem Bein gestanden. Ich habe gestanden. It's from the infinitive. Stehen, to stand, stehen. Hast du schon mal für deine Freunde gekocht? Ja, ich habe mehrmals für meine Freunde gekocht. Ich habe gekocht. The infinitive ist kochen. Hast du schon mal in ein Tagebuch geschrieben, in a diary? Hast du schon mal in ein Tagebuch geschrieben? Ja, ich habe mehrmals in ein Tagebuch geschrieben. Ich habe geschrieben. What's the infinitive? Schreiben. Ja, schreiben. Hast du schon mal einen Regenbogen gesehen? Der Regenbogen ist the rainbow. Hast du schon mal einen Regenbogen gesehen? Ja, ich habe mehrmals einen Regenbogen gesehen. Ich habe gesehen. What's the infinitive? Sehen. Hast du schon mal in einem Baumhaus geschlafen? A treehouse. Hast du schon mal in einem Baumhaus geschlafen? Nein, ich habe noch nie in einem Baumhaus geschlafen. Ich habe geschlafen. Comes from schlafen, ja. Bist du schon mal von einem Baum gefallen? Ja, ich bin einmal von einem Baum gefallen. What's the infinitive? Ich bin gefallen. Ja, fallen, to fall, fallen. Sehr gut.